Hallo zu einer neuen Folge ARK. Leider ist mir ein kleiner Fehler passiert. Irgendwie war das Mikrofon vom Aufnahmeprogramm nicht an. Deswegen muss ich jetzt leider ein bisschen nachsynchronisieren. Wie ihr seht, es hat schon ein bisschen was getan. Ich habe hier einen Agentavis. Jago habe ich ihn genannt. Einen Dreadful Agentavis. Mit dem bin ich schon ein bisschen durch die Gegend geflogen. Bei unserer vorläufigen Base sind auch schon einiges getan. Eine Menge Viehzeugs. Jo. Ist aber nicht alles meins. Nein. Nein, ich glaube, ich habe nur 10 Viecher momentan. Sind teilweise aus Eiern, teilweise aus Poisons, so Summon Poisons, wie zum Beispiel wahrscheinlich der Delance Frost River, den meine Mitspielerin Kitty getamed hat. Zeige euch jetzt gerade auch mal, wie diese Poisons funktionieren. Kommen halt, die sind auch aus dem Gaia-Mod und man hat das Glück, halt aus allen Gaia-Tieren, die es gibt, kann irgendein spawnen. Hier habe ich gerade das Glück, einen schönen hohen Frost-Stego zu kriegen. Kriegt auch gleich den passenden Namen. Ja, wer die Hüter des Lichts den Film kennt, weiß, wer das ist. Da, der Alu gehört auch, ja, der Alu gehört auch mir, da. So, aber das Wichtigste jetzt gerade ist für mich das Ei, weil mein Gaia Bunny, was man gleich in der Hütte sieht, hat nämlich nicht das. Das ist übrigens meine andere Mitspielerin, Black Fay. So, das sind die Gaia Bunnies. Das ist meins. Ja, es hat einen tollen Namen. Es war sehr spaßiges zu tamen. Ein Alu nach dem anderen hat sich zu ihm gesellt. Angegriffen werden können die zum Glück nicht, weil wenn die getötet werden, spawnt immer eine Alpha-Kreatur. Also die sollte man lieber links liegen lassen. Lohnt sich nicht, der Aufwand. Außer man hat auf die Alpha-Kreaturen abgesehen. So, bisschen Benzin brauche ich noch. Denn ohne Sprit läuft der beste Motor nicht. Das, wo ich das Ei eben gerade rausgeholt habe, ist zum Beispiel ist auch ein Vorbrüter aus einem unserer Mod. Das müsste der Extinction-Mod sein. Da kann man die Eier reinlegen, da werden die bis auf 1% runtergebrütet. Und dann braucht man die eigentlich nur für Klimaanlagen schmeißen. Genau, da habe ich gerade gemerkt, dass die Klimaanlagen keinen Saft haben. Und da schaue ich gerade, weshalb, wieso, weil man kann, wenn man auf die Fundamente guckt, kann man erkennen, ob da Kabel sind, weil da immer dieses Menü auch mit aufploppt an einer bestimmten Stelle. Habe ich gemerkt, dass aber keine Kabel sind. Jo. Unsere liebe Mitspielerin übrigens wäre jetzt gerade ins TS gekommen, hat Hallo gesagt, aber TS ist auch nicht zu hören. Ja. Das Aufnahmeprogramm mag mich halt nicht. Momentan noch nicht. Wir werden uns noch gütlich tun. Ansonsten. Boah. Großer Hammer tut's auch. So. Ah ja, diese Brüter, die brauchen zum Glück keinen Strom. Das ist ein wesentlicher Vorteil. Das heißt, die kann man, sobald man sie erlernen kann, aufstellen, kann man Eier anbrüten. Das ist sehr praktisch. Muss man nicht mehr warten, bis es funktioniert. So, jetzt funktioniert alles und. Na, Happy Birthday, kleiner Drache. Das ist auch einer aus dem Gaia-Mod. Ein Dreadful Dragon. Sind ein sehr junges Tier in dem Mod sozusagen. Die sind noch nicht so lange dabei. Deswegen
sieht man auch später, wenn ich damit ein bisschen rumfliege, dass die Animationen teilweise noch nicht so sind. Ich sag nur Schwebeflug, kein Flügelschlag. Man gleitet sozusagen durch die Luft, aber ich denke mal, das wird noch geändert. Ich hoffe es mal, weil das sieht ein bisschen unnatürlich aus, wenn ihr da so auf der Stelle gleitet. Genau, da ist zum Beispiel auch nur ein Tierchen. Savage Aloe. Ja, Red Skull. Ich liebe Filme. Hat mir schon viele Dienste jetzt geleistet. Ist ein gutes Kerlchen. Kann gut kämpfen. Das sind übrigens, wenn man diese Savage-Tiere tötet, spawnen diese tollen Kronos-Tiere. Genau. Ah ja, der ist auch aus einer Poison. Ein Terry. Sehr toll zum Farmen, ist aber ein Dreadful. Bringt nicht so viel wie ein Divine. Und wie gesagt, das ist die Lance Phosphorin. Ah ja, da kommen wir zu meiner Red Queen. Die haben wir gestern Abend noch getamed gehabt, beziehungsweise jetzt vorgestern. Ah, die ist uns so schön entgegengesprungen. Da haben wir gesagt, ja, die bleibt bei uns. Wie man sieht, unsere andere Mitspielerin, eine Tochter von der Kitty, die spielt auch mit. Und ja, Kitty war auch schon ein bisschen fleißig. Man sieht's. Die sind nicht alle mir, nein. Das ist übrigens mein Hulk, ein Pavilionus Bronto. Der wird in Zukunft meine mobile Basis werden. Aber da fehlt noch ein bisschen. Sattel kann ich noch nicht bauen. So, und jetzt müsste eigentlich. Genau, jetzt seht ihr das genau. Das sind diese Kronos-Tiere. Diesen Effekt, da werden die Tiere gestunt, können sich nicht mehr bewegen. Da er so hoch ist, behalte ich den Petri. Also ein hohes Tierchen können wir gebrauchen. Auch wenn Kronos-Tierchen doch recht nervig sind. Wenn wir unterwegs sind zum Beispiel, kann man von den Viechern runtergeholt werden. Mitten aus der Luft. Macht sehr viel Spaß. Sehr, sehr viel. Glaube jetzt, genau, jetzt nutze ich nochmal die zweite Poison, die letzte Poison. Leider wieder ein Kronos-Vieh. Leider aber sehr niedrig. Also mit dem können wir nichts anfangen. Irgendwie habe ich es mit der Ecke da immer. So, genau. Jetzt nach einem kleinen Cut haben wir dann endlich unseren fast erwachsenen Drachen. Ist auch schon fertig geprägt. Musste noch ein paar Sekunden warten, weil. Joa, erwachsen werden braucht halt seine Zeit. Das kennen wir, glaube ich, alle. Genau. Ah ja, da war ich mit meiner Kollegin auch unterwegs gewesen, mit der Black Fay. Die war da leider nicht mehr da und der ist uns zufälligerweise über den Weg gelaufen, als wir uns mit ein paar Alus anlegen mussten. Der ist auch. Wir haben so ein Mod, das ist das Spawnen natürlich befruchteter Eier. Und wenn es warm genug ist, man diese Eier halt nicht findet, kann es passieren, dass wilde Tierchen ausschlüpfen. Und die kann man dann halt ganz einfach übernehmen. Ist ganz praktisch. Ab und zu findet man so ein ganz nette Tierchen, so wie zum Beispiel der. Der hat uns, wie gesagt, beim Kampf mit den Alos gut geholfen. Als Black Fay zwischenlanden musste. Ja. Da ist das, was ich meinte. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn er auf der Stelle schwebt, der Drache. Ansonsten ist er gar nicht mal so schlecht. Er ist schnell, hat gut Leben, teilt gut aus.
Aber man sieht hier, die Animation, die sieht noch ein bisschen merkwürdig aus. Und er hat leider auch keinen Sturzflug. So. Da wollte ich jetzt eigentlich gucken, ob so ein Smog unterwegs ist. Das ist dieses nette Tierchen in meinem Intro, was, boah, man könnte sagen, ein Headbanger ist. Man sieht es ja, wie es den Kopf nach unten schmeißt und seine Attacke ausführt. Der ist recht stark, leider recht selten und sehr aggressiv. Also er legt sich mit allem an, was darum flitzt. Da ist übrigens ein schöner Brachio aus dem Additional Creatures Mod. Der macht auch gut Schaden. Ist auch ein tolles Tierchen. Findet man auf Valgoero zum Beispiel. Das sieht man jetzt gleich. Müsste. Ja. Ne? Wo ist er? Da links. Genau. Kennt man so schön aus den alten Büchern, dass die immer im Wasser rumdümpeln. Das sind schon schöne Tierchen, aber die sind nicht leicht zu legen. Haben jetzt so wie der Titano, wie die Golems, wie die Karkinos eine spezielle Art zu tamen. Das zeige ich euch gleich an dem nächsten, der da draußen rumguckt, den ich sehe. Na, gleich müsste er kommen. Irgendwie kein Glück mit einem Smog gehabt. Die sind, wie gesagt, wirklich sehr selten. So wie der Quetzrex. Und ja, das Problem ist, die legen sich wirklich mit allem an. Das heißt, es kann beim richtigen Tier schnell passieren, dass sie sterben. Ah, genau, da war der Brachio. Da sieht man immer in voller Größe. Brachio zu legen, muss man ihn einmal anschießen. Am besten nimmt man das Sturmgewehr dafür. Und wenn er einen verfolgt, das macht man am besten auch zu Fuß. Wenn es am besten ist, wenn man die Flügel hat, weil dann kann man vor ihm schneller flüchten. Das macht man zu Fuß. Wenn er steigt, dann schießt man da auf die Knie. Immer schön präzise, wo es die niedrigen Schadenszahlen gibt. Und wenn er dann kurz davor ist, ja, umzufallen, er kriegt durch die Schüsse Torpor. Klingt komisch, ist aber so. Sollte man ihn mit einem Scharfschützengewehr die letzten Schüsse geben. Weil, ja, wenn man ein ordentliches Leveln haben will, ist das besser. Es kann nämlich sehr schnell passieren, dass man mit dem Sturmgewehr kleines bisschen zu viel schießt. Joa. Ja, da habe ich gedacht, da habe ich einen Smog gefunden. Aber nee, das sind diese komischen Charsaurier da. Die sind nicht so besonders wenig. Ah ja, da ist ein Tarbosaurus. Den will ich mir auch noch krallen, so einen, aber der war mir doch ein bisschen zu niedrig. Tja, und leider ist uns das Glück nicht hold, dass wir einen finden. Ist aber meistens so, arg mag mich nicht, so manches Mal. Nee, es mag mich manchmal echt nicht. Besonders nicht auf dieser Map. Ja, da hatte ich es auf die Trikes abgesehen. Oh, genau, da Kronos-Tier. Ja, deswegen habe ich den lieben Alo nämlich auch auf der Schulter sitzen. Wo ich es gerade nicht abgeworfen kriege, weil ich zu nah am Drachen bin.
Das ist recht nervig. Das war der da hinten, der uns da gespammt hat. Und wieder. Ja, die Viecherchen sind ein bisschen nervig. Ah ja, ein Divine Pegasus. Deswegen der Nachteil von den Kronos-Tieren ist wirklich dieses Gestanne, dass das auch auf alle Tiere in der Umgebung wirkt. Leider auch, wenn man die hat, auf die eigenen Tiere. Bloß schnell weg. Bevor der nächste kommt. Da habe ich es dann aufgegeben. Ich werde versuchen, die ein bisschen online, offline zu suchen. Da kann ich mir mehr Zeit nehmen. Und dann, wenn ich einen gefunden habe, der auch lang genug überlebt, werde ich den dann mal in der Folge legen und tamen. Mal sehen, wann es passiert. Ansonsten mal was anderes. Tschüss.